Einsam stehe ich hier und singe euch Lieder aus weit vergangener Welt, aus Kairam, dem Himmelsrand. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen und hoffentlich schönen Folge von Skyrim. Ich habe versucht, du musst dich da gar nicht räuspern, du kommst nicht zu Wort, Junge, da unten am Turm. Ich habe versucht, Skyrim etwas aufzupolieren und habe einen 2K-Mod für die Grafik und ein neues UI-Tweak reingepappt. Endlich funktionieren Nexus-Mods. Ich hoffe jetzt, die Einstellungen halten sich und ja, wir haben nicht mit Lags zu kämpfen und sonstigem, aber seien wir mal ehrlich, es sieht einfach fantastisch aus. Der Rauch, wunderbar, wunderbar. Verelden, da Schlumpfendorf, ja, so. Was steht denn heute auf dem Ziel? So, ja, Jarl Balgruuf Bericht erstatten, das machen wir doch noch. Es sieht schon ganz geil aus. Wirklich gesagt, es flimmert auch nicht. Die Maus hakelt etwas nach. Da kann ich gleich mal live und in Farbe etwas nachstellen gehen. So. Jetzt sollte das ganze Problem auch erledigt sein. Ich sehe es etwas flimmerig, ihr nicht. Das hängt damit zusammen, da ich, wie ihr wisst, eins. Ich bin stolz, euer Kampfesbruder zu sein, Drachenblut. Ja. Weißlauf hat nichts zu befürchten, solange ihr auf unserer Seite steht. Ja, du Gesichtsspagat. Ich bin froh, dass ihr an unserer Seite kämpft. Richtig, ich habe gekämpft. Du hast nicht viel zu sagen gehabt. So, ich sehe es etwas flimmerig, ihr nicht. Das hat damit zu tun, dass mein 2008er Programm, 8 hergestellter Sony Bravia, den ich als Computermonitor benutze, nicht mehr der wirklich stärkste ist. Tut der Sache aber keinen Abbruch. Ist das ein Hirsch? Dann würde ich gerne mal etwas jagen. Komm hier durch. Komm hier durch. Wow! Falsche Taste gedrückt, ich scheiß mir in die Hose. Naja, meine Fresse, Scarejumps. Ich wusste gar nicht, dass Skyrim das auch hat. Ja. Hey, Kollege. Du gehörst in meine Sammlung. Du bist mein Abendessen. Naja, gut, vielleicht nicht heute. So. Aber es hat doch schon massig geholfen gegenüber der alten Grafik. Ich habe zwar auch das HD Pack, Texture Pack, das bei meiner Extended Version drin war, aber ja, wie soll ich sagen? Leider, leider. Ach. Was hast du gesagt? Muhadib? Sind wir hier auf Dune? Von wo kennst du meinen geheimen Namen? Paul Leto Muhadib. Ja, nee, es hat doch wirklich schon sehr viel gebracht. Gut, die Texturen im
zum Teil hier haben wir etwas Bubmapping, das wir vorhin nicht gehabt haben. Auch hier, die Texturen sind zwar immer noch flach, aber stechen etwas heraus. Sind einfach etwas schärfer. Das harte Texture Pack, das von Bethesda standardmäßig mitgeliefert wird bei der Extension Version, ist ja okay, gut. So, danach noch etwas. Ich wurde gefragt, wie es ist, wenn die Total Conversation rauskommt, die Neuauflage von Skyrim. Ja, wie gesagt, wir zocken jetzt mal Skyrim in der alten Version. Wenn ich mir Skyrim nochmal zulege in einer neuen Version, dann ist das natürlich eine gute Frage. Also ich werde auf jeden Fall mal anfangen zu zocken mit der neuen Version. Ich werde aber nicht von Anfang an auf die neue Version umsteigen. Kollegin? Ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Ja, nun denn, wen sucht ihr? Eine Frau, eine Fremde in diesem Land. Rotwardone, wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Nun denn, warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Gut, ich... Früher oder später finden wir sie. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt auffassen soll. Ich lasse da mal die Finger von. So, ja, eben, wie gesagt, wenn mir nicht all zwei Sekunden jemand dazwischen quatscht. Die Drachen haben über euch gesprochen. Ja, ist gut, Mensch. So, also, es ist folgendermaßen, ich werde nicht von Anfang an dass die neue Version als Let's Play rausgeben. Ich weiß nicht, was sich alles verändert, ich weiß nicht, wie sich das verhält, ich weiß auch gar nicht, ob ich mir die neue Version zulegen werde, wenn sie mal rauskommt. Wir werden sehen, was, wie, warum und weshalb. Und warum gehe ich jetzt in diese Richtung? Na gut, ist ja egal. Wie gesagt, diese Folge kann auch etwas länger werden. Ja, ich würde es euch frühzeitig wissen lassen, wenn ich umschalten würde und wechseln würde. Ich würde versuchen, den Spielstand nachzustellen. Was lag denn? Karl! Karl! Du hast es endlich geschafft! Mein Gott, Junge! Hast du es doch endlich geschafft? War's mal baden? Na gut, viel gebracht hat es nicht, aber... Naja, der Willen zählt und... Ich... Du sagst, du willst noch im... Okay, ja, nee, klar, ich lass dich natürlich noch etwas baden. Ich nehm hier nur was mit und... Na dann, also, guten Schwung und viel Spaß dabei. So, okay, wie gesagt, ich werde euch wissen lassen, wie das abläuft. Eigentlich habe ich vor, diese Version wirklich durchzuzocken. In Kerka,
Nö, muss nicht sein. Ja, ist wirklich alles schön detailliert geworden. Und auch im Hintergrund, man sieht mehr Details rausstechen. Denn wie gesagt, ich kann es natürlich auch mit meiner jetzigen Maschine nicht auf die höchste Auflösung bringen. Moment, schnell anders hinsetzen. Mod sein. So. Gut. Aber jetzt wieder in Cave und los geht's. Sire, ich bin zurück. Habe ich Erlaubnis vorzutreten? Gut, ich nehm's mal. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Ich habe den Drachen getötet. Ich finde, das ist eine Belohnung wert. Gut, da fallen wir doch mal nicht gleich. Also das mit dem Drachenblut ist ja so eine Geschichte. Also noch wird es angezweifelt, oder? Wird immer angezweifelt, aber ja, Sire, der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann, aber es muss mehr dahinter stecken. Ja, es hat sich herausgestellt, wegen dem Drachenblut, als der Drache starb. Fürwahr, als der Drachen starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Mit Verlaub, die Graubärter? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollten die Graubärte von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochrotga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teva Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Thanos von Admora war. Hungar, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens? Ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Runga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrotga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrotga ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt.
Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochwodka. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also da, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Gehabt Dank, Sire. Ja, mein Herr. So. Gut. Was habe ich da gehört? 7000 Stufen. Meine Fresse, und die haben noch keinen Fahrstuhl eingebaut. Meine Fresse, zumindest eine Rolltreppe. Mann! Ich sterb schon ab 2 Stunden. Du siehst mich nicht. Man darf es nehmen. Hab ich euch schon mal davon erzählt, dass mir so... so einiges vorschwebt. Province of Silence. Skyrim, Silence. Wie komme ich auf Silence? Also, mir schwebt da so einiges vor. Da kriege ich Ärger. Mir schwebt da so einiges vor. Nicht mehr weit. Wenn diese Folge rauskommt, wird es wahrscheinlich... Ja, der... was soll ich sagen und nicht lügen, denn 5. oder 26. November sein. Ja, es könnte sein, dass ich mir für die Zeit zu und bis Weihnachten so was Kleines überlegt habe. Aber da werden wir mal genauer schauen. Ach ja, apropos, falls es jemandem aufgefallen ist, ich habe wieder die normale Funktion von OBS benutzt im Moment, da ich Probleme hatte mit dem Sound Abmischen. Das kommt aber auch noch. Ich bin da... Einer der neuen Diener? Denk dran, dass ich mein Fleisch nur leicht angebraten mag. Denk daran, dass ich solche... Gören wie dich gut durchgebraten mag, Mädel. hat jemand was gesagt? Besucht ihr die Drachenfeste um... In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich persönlich ziehe ja meine Bücher und Zaubersprüche vor. Was hättet ihr zu verkaufen, Sir? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Gut, Magier nicht wirklich, aber... Zauberbuch. Beschworene Streittagsbeschworenes. Schwert. Beständiger Schutz. Besänftigen, Blitz, Blitz, Rune, Eichenhaut. Feuerblitz, Feuerrune, Frostbiss, Frostrune, Funken haben wir ja schon. Furcht.
Heilende Hände. Heilt beim Zielen kein Untoten, Andronarch oder Konstrukte sind 10 Schadenspunkte pro Sekunde. Heilt den Zauberer um 10 Punkte pro Sekunde. Was habe ich denn da? Leichter Schmutz und nicht mehr viel mehr. Also. Okay, diese zwei Heilung. 151. Das nehme ich. Hellsehen wäre auch was. Für 60 Sekunden eine schwebende Lichtquelle wäre auch was. Möchte ich aber noch etwas ich brauche ja noch Waffeln, nicht zu wenige. Ja, und Seelensteine, die werden wir noch kriegen zur Genüge. Novizenkapuze, das Zeug hier, das kann man alles verkaufen, bringt aber nicht viel. Ich möchte die Zauber daraus lernen. Der Hysterie, Kreaturen und Personen bis Stufe 12 fliehen für 60 Sekunden. Das kannst du haben, Rolle des Feuerballs. Ja, es ist einmaliger Gebrauch, die kannst du auch haben, das lehre ich lieber gleich. Das hier behalte ich alles. Ja, gewöhnlicher Seelenstein. Winziger Seelenstein. Armselig. Mit den Seelensteinen bin ich mir nie sicher, wie das genau vor Wenn sich ihr die geht. Entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfest besuchen. Ja. Das lasse ich mal noch. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ich und Tane, was heißt das? Willst du? Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Okay, und was macht denn Huskarl? Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Interessant. Dann, folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Mädel, rostest du nicht? Naja, gut. Das Teil sieht geil aus. Nice. Nett, auch wenn das der kleine Bruder von Scheiße ist. Nie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut. Oder könntet ihr... Oder könnte ich was? Kollege. Toaster. Blecheimer. Nun komm. Wenn ihr in Weißlauf Ärger macht, werde ich euch persönlich in den Kerker von Drachenfeste werfen. Mit dir muss ich keinen Ärger kriegen. Du kriegst schon Ärger mit deiner Umwelt. Du vergiftest sie. Dieses Gesicht braucht einen Katalysator. So. Die Läden haben auf. Das ist apropos auch noch eine Mod, die ich suche, dass man endlich mal irgendwie erkennen kann, wie... Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Was für Natürlich seid ihr es Zeit nicht. Ist. Du elender Snob, du verfluchte Satteldecke. So, was haben wir? Archidias Kupferkessel. Ja, ich muss mal das Gepäck erleichtern.
Ja, Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Okay, Alchemie trainieren ist momentan nicht wirklich notwendig. Ich werde ja mit Heiltränken zugeschissen. Ja, ihr seid also ein Heiler. So etwas in der Art. Ich wurde zwar nicht offiziell in der Schule der Wiederherstellung unterrichtet, aber etwas Ebenbürtigem. In diesen Mauern habe ich alle nötigen Zutaten, um einen Zaubertrank gegen so gut wie jedes Leiden zu brauen. Hätte ich einen Septim für jeden Fall von Felsenhaxe oder Sinnesfluch, den ich seit der Eröffnung dieses Ladens geheilt habe, wäre ich jetzt eine reiche Frau. Ja, wenn ich dich sehe, fluchen meine Sinne auch. Gut, habt ihr je gedacht, nach Cyrodiil zurückzukehren? Warum? Weil ich eine stolze Bürgerin des Kaiserreichs bin? Weil die Sturmmäntel nur Nord in Himmelsrand sehen wollen? Sollen die Sturmmäntel doch im Reich des Vergessens verrotten? Ich lebe schon seit 20 Jahren in dieser Stadt. 20! Ja, ist ja gut. Hallo, Mädel, ich hab dich nur was gefragt. Ja, was habt ihr denn zu verkaufen? Werf deinen Blick drauf. So, zuerst mal. Moment. 500 trägt das Mädel bei sich. Ich schau mich mal hier. Leichte Anfälligkeiten, Zauberillusion. Ja, genau, eben was ich gedacht habe. Nordmäd-Süßkuchen. Die ganze Palette. Das ist interessant, nicht im Moment für mich. Magika wiederherstellen. Wie gesagt, für das zaubern wir zu wenig, sind zu wenig hoch drin, das lassen wir mal. So, was haben wir hier? Schwaches Gift der Entzündung, Gifte können weg. Zaubertrank der Frostresistenz behalte ich mal, wenn ich ihn nicht vergesse zu benutzen. Zaubertrank geringe Ausdauer, Zaubertrank geringe Magika, 8 Stück davon, 11 Stück. Der kleinen Heilung, ja, des Volltreffers, ja. Ja, ich, bei meinen Bogenkünsten, da bräuchte ich Tanklastwagen mäßig. So, Gefresse kannst du haben. Und ja, mein Blumenmeer. Schmetterlingsflügel, ich mache jetzt mal Kohle. Das Zeug, das findet man überall. Also, raus damit, die findet man auch wirklich nichts Schöneres. Nirwurz behalte ich. Nordranke, ich weiß jetzt nicht genau, das lasse ich mal. Das Wech, der Blümchen Wech, Trundra Baumwolle ist auch überall vertreten. Die Pusteblume hier auch, ja. Drachenknochen, Drachenschuppen, sie sind schwer wie Sau. Aber die werden mal behalten. So. Dann hätten wir es. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Gerne, gerne. So. Nee, die Drachenknochen sind schwer wie Hölle. Alter, ihr habt keine Ahnung. Keine Ahnung von unseren Mühen, von unseren Qualen. Nichts? Und was ist mit meinem Sohn? Obst und frisches Gemüse. Was ist mit Thorald? Ist er nichts? Haltet mir keine Vorträge die über das Leiden. Stücke aus frisch erlegtem. Euer Sohn hat sich für eine Seite entschieden. Und zwar für die falsche. Nun ist er verschwunden. So läuft es im Krieg. Je eher ihr diesen Verlust akzeptiert, desto besser. Ich werde seinen Tod niemals akzeptieren. Mein Sohn lebt. Ich spüre es in meinem Herzen. Also sprecht, Kampfgeborene, wo ist er? Wo haltet ihr meinen Thorald fest? Schenkt dir dieser alten Schabracke etwa Glauben? Ihn festhaltet. Ach, den habe ich bei mir im Keller. Er ist mein Gefangener. Seht es endlich ein, alte Kuh. Euer dummer Sohn ist tot. Er starb als Sturmmantelverräter. Und ihr haltet besser den Mund,
sonst blüht euch dasselbe. Die Herren, darf ich mal? Jetzt reicht es. Was? Habt ihr was an den Ohren? Auf welcher Seite steht ihr? Graumähnen oder Kampfgeborene? Auf der Seite, der die demnächst das komische Ding aus dem Gesicht wischt. Und ich meine nicht ein Grinsen. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ihr seid neu in der Stadt, was? In Weißlauf gibt es zwei Clans. Beide alt und hoch angesehen. Der Unterschied ist, dass die Graumähnen sich vom Kaiserreich abgewandt haben. Und wir Kampfgeborenen loyal geblieben sind. Ich frage euch also nochmal. Graumähnen oder Kampfgeborene? Ich entscheide mich für keine von beiden Seiten. Dann seid ihr entweder ein Sympathisant der Sturmmäntel oder ein Dummkopf. So oder so seid ihr nicht mein Freund. Warum ging es in diesem Streit? Noch mehr böses Blut zwischen den Häusern. Freya glaubt, dass unsere Familie schuld am Verlust ihres Sohnes sei. Mit diesen Leuten kann man nicht mehr diskutieren. Reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Kommt, Vater. Hier gibt es nichts weiter zu sagen. Okay, ich bin beide Seiten der Medaille. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, er sei umgekommen. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Diese Kampfgeborenen. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Diese Kampfgeborenen. Ja. Sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie ja, ist gut. Stell mal die Nadel von der Platte. Woher wisst ihr, dass sie lügen? Es ist unklug, hier darüber zu reden. Bitte, wenn ihr wirklich helfen wollt, kommt zu mir nach Hause. Dort erzähle ich euch die ganze Geschichte. Gehen. Werde ich machen. Zuerst muss ich aber noch einkaufen und das ist wichtig, was... Komische Zeichen da an der Wand. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Gut. Ja, ich finde viel. Naja. Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ihr ihn verkaufen wolltet. Nur ein kleiner Scherz. Ja, wie läuft das Geschäft? Interessant, um es gelinde auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen, nun, sagen wir, Preissteigerungen geführt. Wichtig ist nur, dass ich habe, was ihr braucht. Und es ist jeden Septim wert. Ich glaube, du hast mehr Septim, wo ich brauche. Und ja, den Ramsch kriegst du. Was führt ein Bretone nach Himmelsrand? Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Ja. Gut. Sag an, du. Naja, was hast du zu verkaufen? Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Dann zeig dein Ramsch mal. Ach ja, Moment. Zuerst ich. So, alte Nordpfeile, Axt von... Mut ich das Teil im Sack kam. So, Eisenpfeile. Ich habe 21 Nordpfeile im Moment. Reicht das? Die sind eh nicht so gut. Stahlpfeile habe ich noch 25 bei. Beschlagene kaiserliche Rüstung. Ja, ich weiß, meine Kollegin hinten kann ich auch noch ausrüsten. Das mache ich noch.
So, Nirwurz, da der Korallenstein oder wie das Teil heißt. Amethyst. Ja. Rausräumen, Korundumbaren. Fällt mir ein, müssen wir noch suchen, werden wir eine Lösung für finden, glaubt mir. Gewöhnlicher Seelenstein, ich weiß, irgendwas kann man hier verkaufen, glaub kleine und gewöhnliche. Ich weiß aber nicht genau, was denn Krugschale, da hab ich, ich sag nix. Stahlballen, winziger, ja. Gut, jetzt zeig du mal, was du hast. Ist ja der Hammer. Eisenpfeil, Eisenschwert, mir wird schlecht. Und Streitkolben, ja. Stahlpfeile, für wie viel willst du? Wert 6. Naja, ich werde mich dann ein anderes Mal ohrfeigen. Eisenhelm habe ich selbst, Kupfer, Onyx-Diadem, Novizenrabe. Das macht Sinn, wenn wir mit dem Verzaubern anfangen. Pelzhelm, okay, geringen Ausdauer, Gesundheit, Schmiedekunst tönt gut, ist zu teuer. So, let ma dat. Ja, dat kannst du haben, das ganze Gefresse hier kann mal weg. Süßkuchen, Tomato, was ein ganzer Leib Käse dabei. Bei uns hast du nicht alle. Bärenpelz. Becher. Sag mal, kauf ich den Scheiß? Ich bin so blöd. Ich bin so wat vom Bescheuert. Ich will das Zeug doch nicht kaufen, Junge. Du sollst das nicht kaufen. Lass das. So. Schnell weg hier. Bitte kommt wieder. Ja, und du hinterm Bildschirm, lach mich nur aus. Ist gut. Ich hab das neue, die neue GUI noch nicht drin. Ist gut. Ich lach dann auch mal, wenn ich Fehler sehe. Dranken. Ah, Dranken Huntsman. Okay. Der betrunkene Jägersmann. So. Ah, hallo, mein Nordfreund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Nö, dumme Fragen zu stellen. Woher kommt der Name Betrunkener Jägersmann? Ja, diese Frage höre ich des Öfteren. Mein Bruder Anoriad und ich kamen darauf, nachdem wir eines Nachts etwas zu viel Met getrunken hatten. Danach sind wir noch auf eine nächtliche Jagd gegangen. Wir wurden getrennt und in seinem betrunkenen Zustand hat mein Bruder mich für einen Hirsch gehalten. Er schoss einen Pfeil auf mich, der mir dann im Hinterteil stecken blieb. Nach diesem denkwürdigen Abenteuer hatten wir den richtigen Namen für unseren Laden. Ja, aufgespießter Gluteus Maximus. Naja. Ja, Arbeit annehmen könnten wir auch noch. Werft einen Blick darauf. Ja, ich habe mir das noch so gedacht mit Arbeit annehmen und. Wir gehen nicht stur der Quest nach. Alter Notbogen, fein, kriege ich selbst hin. Ich bin wieder bei mir. Gzz. So, jetzt aber, ja, kriege ich ja noch selbst hin, was wollte ich sagen? Okay,
Ja, eben, soweit. Ich werde wahrscheinlich dann schon noch Aufträge annehmen und wir werden auch etwas verweilen hier. Das Ganze etwas genießen. Es muss ja nicht sein, dass wir ja, von jetzt auf morgen... Oh. Miam, kaiserlicher Bogen. Moment, jetzt mal langsam. So, jetzt muss ich mal was schauen. Okay, Schaden 10. Was heißt denn die grüne Zahl dort? Hallo, Verwirrung. So, ja, wir werden die Mission mal zum Teil anfangen. Die nächste, die uns aufsteht, zwischendurch Optionales machen. Und ja, wir gehen nicht... Nehme ich mit. Gut. Wir gehen jetzt nicht stur der Hauptmission nach, so dass wir in, weiß auch nicht, den nächsten 2 Wochen durch sind, sondern wir wollen das ja auch noch etwas, ja, noch etwas mitnehmen, auch das Ganze drumherum. Wir wandern auch irgendeinmal einfach mal nur rum. Was ich sagen muss, das ist ja das Schöne an Bethesda-Spielen. Die sind wirklich 16 Stück. Was willst du dafür? 6? Ja, mitnehmen. Die sind ja wirklich... Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Gleichfalls, der Herr. Die sind ja wirklich prädestiniert dafür, dass man einfach auch mal, ja, etwas Open World und ja, einfach mal nicht stur. Hier wird nicht rumgetrödelt. Aber da, wie ein Watt? Komm hier rüber, Eimer. Bin immer noch da. Ja, ja, ich möchte einige Dinge mit dir tauschen, Mädel. Wie kann ich euch dienen, Tane? So. Als erstes. Ich würde meinen, also den Bogen behalte ich mal noch, den kriegst du dann wieder. Dann kriegst denn du. So, Axt von Weißlauf, die nimmst mal du. Okay, nachhin. Ja, den Ramschir kannst du auch haben. Die Zaubertränke behalte ich. Das geht in dein Gepäck. Und mal die Bücher. Gut. Schlüssel behalte ich. Schlüssel zur Festung Verhelgen. Nee, Helgen. Die beiden darfst du auch behalten. Ja, das nimmst du ja gerne auch. Fackeln? Naja. So, Leder, bitte sehr, Mädel. Du bist ein überraschend guter Träger. So. Ihr geht vor, ich folge. Ja. Ich werde auch noch andere Mods draufpacken und... Ja, wie gesagt, es soll etwas zum Genießen sein. Das ist wie zum Beispiel Fallout. Ist auch dort so. Man hat zwar irgendeinmal alles gesehen, aber... Und Teilmissionen wiederholen sich auch wieder, aber... Ja, warum nicht einfach mal gehen? Warum nicht einfach mal... Ja, wir haben hier eine ganze Welt. Wenn wir uns die Map mal ansehen, das ist ja nur eigentlich ein kleiner Teil. Da irgendwo sind noch die DLCs drin, die uns zu Minimum einer neuen, größeren Welt noch bringen.
und. Also wir haben genug zu tun. Und wir dürfen auch einfach mal umherlaufen. Material sammeln, die Umgebung erkunden. Ich sehe zum Beispiel auf meinem Radar oben schon mehrere Sachen, die mich zum Beispiel interessieren würden. Wenn ich mir das mal so ansehe. Und ich glaube, das machen wir dann auch mal. Neben dem, dass wir natürlich auch mit Quests arbeiten und so unsere Erfahrung sammeln. So, diese Folge war ein schönes Beispiel davon, dass ich auch mal mit euch einen Einkaufsbummel wagen werde. Und so, wir haben einen treuen Begleiter, Begleiterin. Und ja, auch wenn jetzt ziemlich viel gequatscht wurde, hoffe ich doch, die Folge hat euch gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Danke vielmals fürs Zuschauen und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal, wenn wir Himmelsrand weiter zusammen durchreisen. Danke und bis denn dann, euer Servons und tschüss.